dass ich an einen Gott glauben kann, der mich liebt. Und das muss ich jeden Tag neu entdecken und jeden Tag neu leben. Aber da hoffe ich, dass der liebe Gott mir auch dabei hilft, dass diese Flamme am Brennen bleibt. Wir glauben an Jesus Christus und das ist für uns Fundament unserer christlichen Leben. Bei mir ist das immer die Bergpredigt. Das ist im Neuen Testament der Text schlechthin, dem ich am nächsten bin, den ich auch immer wieder mir hervorhole und der mich auch sehr motiviert. Erschüttert manchmal der Satz Jesu, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu bringen. Ja, also, weil das dann schon eine große Begeisterung eigentlich ist, vielleicht auch noch etwas mehr. Feuer hat ja auch zerstörende Kraft. Also ich glaube, dass Jesus damit gemeint hat, dass seine Botschaft nicht einfach so passgerecht in unsere Welt hinein sich fügt. Ich finde immer wieder beeindruckend die Berufungserzählungen von Propheten, gerade im Alten Testament, die so ganz individuell und ganz fokussiert und konkret von Gott angesprochen werden, in ihrer Lebenssituation da rausgeholt werden und dann sich vollkommen in den Dienst nehmen lassen. Das finde ich beeindruckend und entfacht in mir auch eine Motivation, dem auch nachzukommen und meine Berufung zu spüren und zu leben. Mich begeistert immer wieder, wenn viele Menschen mitmachen. Und das ist ja heute leider nicht mehr immer so der Fall. Das ist die Gemeinschaft, die bringt mich dann doch auch zum Leuchten. Mich begeistert eigentlich, dass jeder von Christus gerufen wurde. Passt ja auch zu dem Symbol der Aussendung des Heiligen Geistes, der mit der Flamme symbolisiert wird an Pfingsten. Das werden wir nächstes Mal feiern. Und dass jeder Mensch, der ganze Erdkreis, letztendlich zu Christus gerufen wird und jeder auch seinen individuellen Weg dorthin finden kann, um für diesen Glauben zu brennen. Das ist für mich das Glaubensfeuer, was in uns, in jedem von uns brennen soll.